Hallihallo, ihr lieben Fräulein Jens, zu einem neuen Teil meiner Lunchbox-Ideen. Ja, wie gesagt, heute kommt der zweite Teil und auch hier sind wieder ganz tolle Ideen dabei. Ich hoffe, ihr findet für euch auch wieder was und ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Ansehen. So, ihr Lieben, wir starten mit der Lieblings-Lunchbox von meinem Sohn. Und zwar habe ich da leckere Pizza-Waffeln gemacht. Die gehen super einfach. Wir brauchen auch nur 3 Zutaten. Hier seht ihr sie auch schon. Und zwar brauchen wir einmal Sonntagsbrötchen. Da habe ich die ganz günstigen genommen. Etwas geriebenen Käse nach Wahl und ein bisschen Pizzasauce. Natürlich könnt ihr auf diese Pizza-Waffeln alles draufhauen, was euch am besten schmeckt. Ich habe die einfachste Variante gewählt. Ja, da seht ihr jetzt schon, die Sonntagsbrötchen habe ich ausgepackt und habe die einfach mal ja noch so ein bisschen auseinandergezogen. Und dann könnt ihr die auch schon mit Pizzasauce bestreichen. Ein bisschen geriebenen Käse drauf. Und die zweite Hälfte auch nochmal ja dementsprechend langgezogen. Das kommt dann auf die andere Hälfte drauf, wird dann gut festgedrückt. So schaut das dann aus. Und dann kann das Ganze auch schon ins Waffeleisen. Das braucht so ein klein wenig. Ich hatte sie circa 12 Minuten im Waffeleisen drin. Genau, und ihr seht es ja schon, ich habe das Waffeleisen auch so ein bisschen eingefettet, damit halt einfach nichts pappen bleibt. Ja, während die Waffeln gebacken haben, habe ich dann schon die restliche Lunchbox fertig gemacht. Da seht ihr es ja schon, da kamen dann Blaubeeren, eine Himbeere rein. Es gab an dem Tag noch Äpfel und Orange. Und falls mich jetzt wieder ganz, ganz viele fragen, die Lunchboxen, die ihr jetzt heute in dem Video seht, der Lunchbox-Zubehör, ich verlinke euch alles auf jeden Fall wieder unten in der Infobox. Da könnt ihr euch dann gerne durchklicken. Ja, dieser Wellenschneider, der hat sich bei mir sowas von gelohnt. Meine Kinder essen so, so viel mehr Obst und Gemüse. Wenn ich das mit dem Wellenschneider mache, man kann auch selbst Pommes mitmachen. Das Teil ist echt genial. Ja, und da war dann auch schon unsere Lunchbox fertig. Probiert es unbedingt mal aus. Wie gesagt, bei meinen Kindern kommt diese Pizzawaffel super an. Und ihr habt ja gesehen, wie schnell das geht. Dann bleibt es auch schon waffelhaltig. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Waffelkreation. Und zwar habe ich da ganz leckere Bananenwaffeln gemacht, ohne Zuckerzusatz. Auch hier braucht man wieder nur 3 Zutaten, da kommen sie auch schon. Wir brauchen eine Banane, je reifer, desto besser wegen der Süße. 6 Esslöffel Mehl und 2 Eier. Ne, Entschuldigung, 3 Esslöffel Mehl. Ich habe nur die Hälfte des Rezeptes genommen. Ja, dann könnt ihr auch schon die Banane einmal schälen und in die Schüssel geben. Gut zermatschen das Ganze. Und anschließend kommen dann auch schon die restlichen Zutaten mit zur Banane dazu. Und das Ganze müsst ihr dann einfach richtig gut verrühren. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was für Lunchboxen ihr euren Kindern immer macht. Vielleicht finde ich da auch noch die eine oder andere Idee. Aber jetzt nur, weil ihr das hier im Video seht, ich mache das auch nicht jeden Tag. Das hier sind lediglich Inspirationen für euch. Ich liebe das einfach, so Lunchboxen herzurichten. Aber es gibt bei uns auch ganz oft einfach nur das ganz normale Butterbrot oder Wurstbrot mit ein paar Gemüse und Obststicks. Also wie gesagt, das gibt es auch nicht täglich. Aber so einmal die Woche, ja, mache ich das doch schon mal ganz gern. So, da war der Waffelteig auch schon fertig. Dann kommt das Ganze dann ins Waffeleisen. Und wird dann gebacken. Also ihr seht, überhaupt gar keine große Kunst. Ich mag es nämlich jetzt zum Beispiel auch nicht, wenn ich stundenlang für eine Lunchbox oder so in der Küche stehen muss. Ja, die Waffeln sind fertig. Seht ihr ja da schon. Übrigens reicht das Rezept für 3 Waffeln, habe ich jetzt rausbekommen. Und genau, da geht es jetzt weiter. In die Lunchbox kam ein paar Himbeeren, etwas Studentenfutter. Und da hinten seht ihr schon, ich habe noch eine Banane reingegeben. Halt nur so ein Stück, damit es in die Lunchbox passt. Und damit die Banane einfach nicht nur wie eine Banane aussieht, habe ich mit dem Zahnstocher noch ein Herzchen reingemacht. Sieht auch immer ganz schön aus, wenn man da so verschiedene Motive hat. Jetzt sieht man es noch nicht, aber das wird ja im Laufe der Zeit dunkel und dann kommt das Muster richtig schön raus. Ja, genau. Und somit ist auch schon die nächste Lunchbox fertig und kann gegessen werden. Ein weiterer ganz, ganz großer Favorit von meinen Kindern, das habt ihr, glaube ich, sogar schon mal in meinem Food Diary gesehen, sind diese leckeren Pizzabällchen. Auch die gehen super schnell, sind sehr, sehr einfach. Ja, hier die Zutaten. Wir brauchen einmal ein Pizzaset, also Pizzateig, Pizzasauce. Dann hatte ich hier Mini-Mozzarella-Kugeln
Und dann zum Schluss brauchen wir noch ein Eigelb, um das Ganze zu bestreichen. Ja, als erstes habe ich dann natürlich den Pizzateig ausgerollt und habe den in kleine Kreise ausgestochen. Dazu habe ich ein ganz normales Glas benutzt. So, dann geht es auch schon weiter. Die kleinen Kreise werden dann mit der Pizzasauce bestrichen. Und dann, wenn das passiert ist, kommt dann auch schon eine Mini-Kugel Mozzarella drauf. Und ihr könnt das Ganze dann zu kleinen Kugeln förmchen. Ja, am Anfang muss man da einfach mal so den Dreh finden. Deshalb benutzt nicht allzu viel Pizzasauce. Ihr seht ja, es quillt dann raus. Lasst euch einfach ein bisschen Zeit. Und wie gesagt, wenn man es 2-3 Mal gemacht hat, hat man den Dreh raus. Und ihr seht ja, da funktioniert das Ganze ein bisschen besser. In der Weihnachtszeit habe ich das zum Beispiel auch gemacht mit den Kugeln und habe das halt als Weihnachtsbaum angeordnet. Und das kam bei der Kleinsten einfach so gut an, dass sie jetzt immer sagt, sie will diese Pizzabällchen haben. Ja, genau. Also finde ich irgendwie eine gute Idee. Ist das halt auch perfekt für die kleinen Kinder. Ja, das Ganze kommt dann in den Backofen. Gebacken habe ich die auch so circa 12-13 Minuten bei 180 Grad. Und in der Zeit habe ich dann auch da wieder angefangen, die Lunchbox herzurichten. Da seht ihr ja auch schon die Zutaten. Es gab Karotte, Paprika, Gurke und ein paar Blaubeeren. Was auch noch eine schöne Beilage für die Lunchbox ist, wenn ihr zum Beispiel diese Paprikastreifen nehmt, die mit ein bisschen Frischkäse bestreicht, vielleicht noch ein paar Kräuter drauf, ist auch eine schöne Idee. Wollte ich eigentlich auch umsetzen, aber irgendwie habe ich total vergessen. Ja, und hier seht ihr es ja, der Wellenschneider kommt auch hier wieder zum Einsatz. Ja, richtig gut. Ja, dann wird das Ganze noch ein bisschen mit einem Food Pizza dekoriert. Auch die findet ihr natürlich unten in der Infobox. Da waren dann auch schon die Pizzabällchen fertig, waren dann in die Lunchbox rein und tada, da seht ihr dann auch schon das Endergebnis. Ihr könnt mich ja auch gerne mal wissen lassen, welche ihr oder welche Lunchbox ihr ausprobieren werdet. Lasst es mich gerne mal wissen. Ja, weiter machen wir mit diesen süßen Laugenteilchen. Die sind nämlich gefüllt mit einer Frischkäse-Paprika-Füllung. Hier benutze ich jetzt auch mal eine andere Lunchbox. Ich meine, die zeige ich euch auch später nochmal. So, aber auch hier brauchen wir wieder 3 Zutaten. Ich habe Mini-Laugenstangen gefunden, habe ich die tiefgekühlt bei Rewe, Paprika und etwas Frischkäse. Ihr könnt aber auch die normalen Pizzastangen nehmen und die einfach teilen. Funktioniert natürlich auch. Ja, ich habe jeweils ein Ende von der Laugenstange abgeschnitten und habe die dann ausgehöhlt. Den ausgehöhlten Teig allerdings nicht wegwerfen, den brauchen wir nämlich auch gleich noch. So, hier geht es dann nämlich schon weiter. Den Teig habe ich dann nämlich in eine Schüssel klein gebröselt. Dann kommt schon ein bisschen Frischkäse dazu. Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine genauen Mengenangaben. Das habe ich einfach nach Gefühl gemacht. Aber ihr seht ja, das waren so circa 2 Esslöffel. Und dann habe ich die Paprika ganz fein gewürfelt. Wer will, kann das Ganze nach Belieben natürlich auch noch würzen. Ich habe es jetzt in dem Fall weggelassen. Und ja, wenn die Paprika geschnippelt ist, kommt die dann zur Frischkäsecreme dazu. Das Ganze wird dann auch verrührt und dann ist die Creme quasi dann auch schon fertig. Ja, und dann wird das Ganze mit einem kleinen Löffel einfach noch in die Laugenstangen reingefüllt und das war es dann auch schon. Kam bei meinem Sohn auch richtig gut an. Man muss halt einfach Frischkäse und Laugenstange gerne essen und dann passt das auf jeden Fall schon. Ja, da war es dann auch schon gefüllt und dann habe ich mich an die Lunchbox gemacht. Das ist übrigens die Piorgi Lunchbox. Das hier ist übrigens alles keine bezahlte Werbung oder so. Ich habe das alles selbst gekauft und ja, noch ein paar Augen rein, einfach damit es ein bisschen süßer und kindgerechter aussieht. Und dann sind die Laugenstangen nämlich auch schon fertig. Da geht es schon an den Rest der Lunchbox.
Ja, da habe ich mir dann die Mühe gemacht und habe eine Kiwi wie so eine Blüte ausgeschnitten. Geht auch relativ einfach und sieht einfach ja, noch so ein bisschen schöner aus. Das Ganze könnte ich auch mit Trauben machen. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ich habe nämlich zwei Lunchbox-Videos für euch gedreht, ob das jetzt in diesem Video noch kommt oder in dem Video davor. Verzeiht es mir, ich produziere ja gerade ein bisschen was vor. Ja, hier gab es dann noch wieder Blaubeeren und Himbeeren und auch wieder einen Foodpixer. Mein Kind liebt es einfach, mit diesem Foodpixer dann zu essen. Aber ist ja schön, wenn es dank der Foodpixer endlich richtig gut klappt mit dem Obst und Gemüse, gell? So, hier nochmal die süßen Laugenteilchen. Und so sah dann die Lunchbox an diesem Tag aus. Weiter geht es mit dem leckeren Frischkäse-Himbeer-Croissant. Sieht auch irgendwie richtig cool aus. Leider habe ich euch da vergessen, die Zutaten abzufüllen. Deshalb springen wir einfach mal zum fertigen Croissant-Teig. Ne? Ganz normal von Knack und Back oder eine günstigere Variante. Auf jeden Fall habe ich das mit etwas Frischkäse bestrichen. Da reicht auch ein kleiner Teelöffel für ein Croissant. Genau. Ja, da kommen noch ein paar Himbeeren drauf. Ich glaube, mit Quark und Erdbeere würde das mit Sicherheit auch gut schmecken. Vielleicht mache ich mal ein Video mit, muss ich mir jetzt einfallen lassen. Ich habe ja schon ein Video mit verschiedenen Croissants gemacht, aber ich könnte noch ein Lunchbox-Video mit verschiedenen Waffelrezepten machen, oder? Habt ihr da Lust drauf? Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Naja, auf jeden Fall habe ich das Croissant ganz normal nach Packungsanleitung dann gebacken und am Schluss noch mit ein bisschen Puderzucker bestreut. Was ich auch gerne für die Lunchbox mache, sind Schinken-Käse-Croissants. Das gleiche, wie ich euch jetzt hier gerade gezeigt habe, nur halt eben mit Schinken-Käse. Ja, und hier seht ihr schon, ich habe euch dann nochmal diese Lunchbox genauer gezeigt. Ich kenne euch ja und weiß, dass ihr das immer sehen wollt. Diese Lunchbox nutzt überwiegend unser Sohn, der Janis. Ja, und dann habe ich halt auch diese Lunchbox wieder vorbereitet. Das Croissant hinein und dazu gab es dann ein paar Himbeeren, Banane und Orangen. Zack, und somit ist dann auch die letzte Lunchbox in diesem Video fertig. Und ja, ich melde mich dann einfach gleich nochmal persönlich bei euch. Ihr Lieben, das war's jetzt auch schon wieder von mir. Wenn ihr euch noch weitere Lunchbox-Videos wünscht, lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten, ihr wisst ja, freue ich mich natürlich wie immer über euer Däumchen nach oben, über euer Feedback hier unten in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns bald wieder zu einem neuen Video. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.